Freunde, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier zu dem Video, wo ich ganz gerne mit euch exklusiv nicht, aber mit euch liebend gerne hergehen würde und den neuen Beta-Patch 1.2 testen möchte. Ich werde mir hier erstmal Kohle nehmen, habe hier einen frischen Spielstand und wir schauen uns das an, weil wenn man hier in den Shop reingeht, sieht man hier oben eigentlich Folgendes, natürlich die Marken, die Fahrzeuge, die Geräte, die Objekte, platzierbare Objekte und Landschaftsbau, Freunde, etwas, was wir schon gerne jetzt hätten. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich möchte betonen, auch ich schaue mir das jetzt das erste Mal an. Das heißt, ich habe noch nichts gemacht. Wenn man darauf klickt, hat man hier einiges zu tun. Nämlich, wir können mit der linken Maustaste anheben, mit der rechten absenken, angleichen, ist ziemlich nice und planieren. Wir haben hier mal Standard, können hier sogar Text. Stärke. Wir werden uns einmal ein bisschen umgucken. Radius können wir mal kleiner machen. Können wir theoretisch im Bereich. Landschaftsbaumodus, was ist denn? Bodentyp. Ab können wir ändern. Beton könnte man jetzt. Aha. Theoretisch kann man hier naja, okay, wir wollen es nicht übertreiben. Es hat ein bisschen, es hat gerade ein bisschen was von Modding, hey. Okay, natürlich, Modding erfordert sicherlich wesentlich mehr Kreativität. Andererseits, bitte nicht vergessen, wir machen das hier, man muss ein bisschen aufpassen. Vorsicht zu genießen, unter Anführungszeichen. Es kostet Geld. Ihr seht es jetzt aktuell leider nicht, weil ich gerade merke, Freunde. Die wesentlichen Dinge seht ihr. Okay, schlimm ist jetzt nicht wirklich. Ich muss noch ganz kurz hierher gehen und am Bildschirm anpassen. Dann seht ihr alles, was ich sehe. So. Ja, ihr seht, man kann hier so ein bisschen haben. Wir haben jetzt das Texturieren probiert. Jetzt probieren wir das Modellieren. Modellieren Basis nicht richtig. Gehen wir da nochmal raus und gehen wir da sicherheitshalber nochmal frisch rein. Warum ist das aus? Ah, da kann man aber Vierecke machen. Ob das mehr sind? Ja, für gerade Straßen zum Beispiel. Theoretisch. Verschiedene Bodentypen auswählen. Was mich gerade wundert ist, versuch's nur einmal. Am besten nicht da oben auswählen, am besten mit der Taste X auswählen. So, wir können hier jetzt, ich habe jetzt nochmal was angehen. Machen wir hier mal ein bisschen extrem und so, das. Okay. Jetzt haben wir da angehoben, da können wir nichts bauen, das ist doof. Wissen wir und möchten wir es. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, bitte schaut ein bisschen auf den Kontostand. Wir haben die Möglichkeit wieder mit der Taste Mausrad, oder Mausradtaste, wie man das auch immer nennen möchte, das Ganze anzupassen. Anzupassen, nämlich dementsprechend logischerweise noch und wieder zu einer Ebene. Das dauert ein bisschen und das geht auch ins Geld. Ich weiß aber jetzt nicht, wie krass. Ich habe mir halt 10 Millionen genommen und 100.000 gehabt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen planieren ist. Oh, planieren ist geil. Dann machen wir gleich. Wow, okay, heftig. Heftig. Oh, das ist nicht so schlecht. Wow. Das ist unerwartet geil. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Goldrausch. Das ist unerwartet geil, eigentlich. Weil hier kann man, wenn man möchte, geht hier. Das ist ein bisschen cringe, muss ich gestehen, weil hier passieren schlimme Dinge. Ja, geil. Hier kann man alles eingraben. Das ist nice. Das lobe ich mir. Also, bin gespannt, wie das Ganze im Multiplayer funktioniert und ob das Ganze im Multiplayer funktioniert. Ich bin gespannt, wie das wird und ich bin gespannt auf die anderen Patches.
oder Features vom Patch. Hier kann man vollgas hier vieles gerade machen. Allerdings aktuell nur auf dem eigenen Land. Das heißt, ich kann nicht den Nachbarn im Multiplayer den Spaß nehmen. Das geht nicht. Aber wenn ihr das dann gemacht habt, rausgeht und zum Beispiel jetzt Farmhäuser bauen wollt. Aha, okay, falsche. Ist vielleicht ein blödes Beispiel. Kann man nur einbauen. Hier kann man wesentlich gut bauen, wie man das dann möchte. Ne? Das funktioniert dann super. Ich habe nur immer diesen überall platzieren Mod drinnen. Also nicht davon ausgehen, das bringt nichts. Also bringt schon. Könntest du dann schon lassen. Wie das Ganze funktioniert im Multiplayer oder wie das Ganze hier noch an live funktioniert und was weitere Features sind, kann ich eigentlich leider Gottes, ich muss gestehen, mir hat persönlich wirklich nur interessiert, wie das funktioniert mit dem Anpassen. Also wenn sie gerade vielleicht am besten vergesst, dass hier Straße braucht und so. Blöde Spielerei, aber geil. Leider nicht von Anfang an drinnen, aber wir werden uns auch schon sicherlich, wenn es dann soweit ist und ihr dementsprechend oder wir alle gemeinsam das Ganze live ausprobieren können, ist dann sicherlich ein Unterschied. Bin ich gespannt, wann es soweit ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren. Beta-Patch ist verfügbar auf Steam und dann, ich habe es zumindest auf Steam benutzt, ob es den Beta-Patch so zum Runterladen gibt. Wenn wir kurz gucken, nebenbei Easy Going, wir sind hier schon auf der Seite Updates. Unter Updates finde ich den jetzt persönlich nicht. Müsst ihr, ich glaube, im Forum eventuell Beta-Patch, da ist er verfügbar. Links in der Beschreibung, Freunde, wie es auf Steam funktioniert. Ist er wirklich recht einfach. Ihr geht's, ich sage euch das kurz, da gibt es immer wieder Fragen und die möchte ich auch aus dem Weg räumen. Deswegen zeige ich das ganz kurz anhand einer Bildschirmaufnahme, wie das Ganze auf Steam funktioniert. Ihr seid hier in der Bibliothek, warte, gleich kommt das Bild. Es ist immer so quasi der Vorführ. Das Bild kommt. Warum nicht? Ich habe eine Bildschirmaufnahme. Sagt ja, das geht. Warum sagt der Forscher nicht? Machen wir so. Okay, wir machen gar nicht. Ihr müsst eigentlich nur auf Spiel gehen, Rechtsklick, Eigenschaften. Dann müsst ihr auf Betas gehen und dort könnt ihr das auch. Gerade das jetzt nicht. Ich habe keine Erklärung. Ich bin gefragt, warum das ist. Ja, keine Ahnung, Freund. Transformieren, Bildschirmrand. Ah, hier. Oh, aha, aha. Oh, okay. Okay, ihr geht jetzt auf Rechtsklick beim Spiel Farming Simulator 19, Eigenschaften. Dann unter Betas und da könnt ihr auswählen. Ich kann jetzt nicht, weil ich das Spiel gestartet habe, beziehungsweise im Hintergrund habe ich ja hier dementsprechend das Forum. Da gibt es einen eigenen Thread, wo ihr euch das Ganze runterladen könnt. Für die CD, beziehungsweise DVD und Giants-Version. Ja, ich sage Dankeschön fürs Achtung, nur ganz kurz aufpassen. Wenn ihr diesen Patch installiert, könnt ihr nicht Multiplayer spielen. Also wenn ihr jetzt zum Testen macht es, aber aufpassen, auch wieder den aktuellen Patch runterladen, sonst geht der Multiplayer nicht. Der Multiplayer, nachdem das ein Beta-Patch ist, sind extrem viele leider Gottes noch nicht Server dedicated. Es sind extrem viele dedicated Server, die jetzt aktuell noch nicht den Patch installieren können. Also wenn ihr Kumpels seid und ihr Server hostet, geht's. Ansonsten bei Dedicated geht es nicht, Freunde. Nur als kleine Info. Also nicht wundern, warum ihr dann nicht hier spielen könnt. Nur als Info, gell? Und dann viel Spaß beim Probieren. Eure Meinungen gerne im Kommentarbereich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.